Ja, und ich kann nur sagen, wir drei haben gerade auch ganz gebannt zugehört und wünschen Gerrit natürlich, dass das so gut bei ihm weitergeht. Heute ist Freitag, das heißt VIP-Talk mit Alex Bechtel. Hallo. Sophia Thoma-Mahler ist noch bei uns hier in der Runde. Wie so ein, fehlt eigentlich noch so ein kleines Proseccochen oder sowas? Ja, das lässt sich doch sicherlich organisieren. Die 300 Tankstelle hier bei uns. Ja, genau. Aber jetzt wollen wir erstmal sprechen über Tom Cruise. Den haben wir diese Woche gesehen bei einem Basketballspiel, Baseballspiel in Los Angeles. Und er war da mit seinem Sohn, aber Hyaluron und Botox und so. Und ja, er wollte sein markantes Gesicht behalten. Und jetzt hat er natürlich noch ein paar Gramm zugenommen. Das ist ja manchmal so im Alter. Ja, und da kam das jetzt zustande. Also man kann nicht ganz klar sagen, dass es nur eine Beauty-Behandlung ist. Es sind wahrscheinlich beides, auch ein paar Kilo mehr. Ich bin generell mit Ferndiagnosen immer ein kleines bisschen vorsichtig, weil es kann alles dahinter stecken. Ne? Da kann auch jemand sein, dass jemand Medikamente nimmt und hat einfach mal für drei, vier Wochen einfach ein verändertes Aussehen. Also ich bin da immer... Ja, es könnte auch Cortison sein, da hast du vollkommen recht. Ja. Das ist bei manchen Leuten auch so, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem so, dass viele Männer in letzter Zeit nachhelfen lassen. Warum auch nicht? Warum sollen Männer das auch nicht... Ich kann sagen, wie siehst du das? Warum nur Frauen? Ja, können doch Männer auch machen. Natürlich. Gleiches Recht für alle. Ja, why not? Also ich meine, es gibt hervorragende Methoden, wo man ein kleines bisschen nachhelfen kann, dann, wenn man einfach nur mal auf die 60 zugeht. Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Und ich finde, er sieht für sein Alter immer noch wahnsinnig adrett aus, ob er jetzt die Hamsterbäckchen da hat oder nicht. Also, und für den nächsten Film wird er wieder so aussehen, wie wir ihn kennen. Da bin ich 100% sicher. Und bei den meisten Stunts ist es so, die macht er auch immer noch selbst. Ja, ich wollte gerade sagen, er ist ein super Schauspieler und er ist auch wahnsinnig diszipliniert. Und wenn er jetzt eine Rolle bekommt, wo er super jugendlich und tough sein soll, dann wird er das auch hinkriegen mit dem entsprechenden Training. Und er ist auch super nett. Ich habe nämlich eine Freundin von einem meiner Stiefsöhne, die hat ihn mal betreut an einem Set und hat gesagt, das ist so ein netter Mensch, besagt bei allem Danke und Bitte und so weiter. Naja, aber jetzt kommen wir zu seiner... tut mir leid, das wird nichts mehr heute. Jetzt kommen wir zu seiner Ex, nämlich zu Katie Holmes. Und da gibt es auch gute Nachrichten. Naja, das wissen wir nicht so genau. Wir haben da ein Foto mitgebracht. Also Katie Holmes wurde gesehen auf der Straße, wie aufregend, mit einem Mann. Ja, das ist dieses Foto. Man wird mit irgendeinem Typen abgebildet und zack, ist es der Neue. Oder? Ja, also genauso wie bei Katie Holmes. Ne, es interessiert mich leider auch überhaupt nicht die Bohne, mit wem Katie Holmes da irgendwie so... Nicht? Warum, Sophia? Nee, mich interessiert das jetzt auch nicht. Nee, also mich interessiert das immer einfach überhaupt nicht, wer mit wem irgendwie rumschlawenzelt. So, echt nicht? Nee, ich bin so sehr mit meinem eigenen Charme beschäftigt. Ja? Ja, deswegen kann ich auch mal... Wir können auch über dich reden. Ja, ich wollte gerade sagen, die Leute sind wahnsinnig interessiert an meinem Liebesleben. Auch das ist für mich immer, kann ich mir immer nicht erklären, warum das so ist. Weil das können wir gleich mal machen. Ich persönlich total langweilig finde. Aber ja, na klar, also mir ist es aber auch egal. Ich bin halt auch so ein Typ, ich verstecke mich nicht. Ich habe keine Angst vor Bildern, die irgendwo kursieren, weil I don't care. Ja, aber du bist ja jetzt auch mit Alexander Zverev zusammen. Das ist jemand, der ist bekannt, der kennt das ja selber, abgelichtet zu werden. Aber jetzt hier der Mann an Katies Seite, der ist total unbekannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es für den auch stressig wird, denn jetzt wird er sozusagen ausfindig gemacht. Alle wollen wissen, wer ist es, und spätestens in ein paar Tagen wissen wir sogar seine Kontonummer, wenn wir wollen. Das kann gut sein. Kerl. Wir müssen aber auch noch über Helene Fischer sprechen. Helene Fischer hat gestern Abend einen riesengroßen Livestream gemacht und hat da so einiges erzählt. Alex, du hast dir das angeguckt. Ja. Wir dürfen die Bilder leider nicht zeigen, aber du hast ja aufmerksam zugehört, das deswegen weißt du, was da war. Wir dürfen die Bilder nicht zeigen, aber ich habe eine gute Nachricht für alle Helene Fischer-Fans, denn ich habe soeben erfahren, dass der Livestream, also das wird nochmal hochgeladen, sodass sich auch alle, die es verpasst haben, das Ganze nochmal anschauen können. Mhm. Und es war ein tolles Interview. Sie wurde auch recht privat und hat gesagt, Mensch, was mir dieses Jahr alles so widerfährt, das ist großartig. Ich bin in einem Zustand des totalen Glücks. Neues Album, neue Single. Und ja, sie ist einfach rundum zufrieden mit ihrem Leben und war dann auch zu Tränen gerührt, weil viele Fans während der Live-Übertragung halt auch Kommentare geschickt haben, sie beglückwünscht haben. Und aber eins ist mir aufgefallen, ich habe auch so ein bisschen quer geguckt. Also sie erzählt da über ihr neues Glück und wieso und so. Aber sie sagt nicht einmal, ich bin schwanger, oder sagt mein Kind oder die Vorfreude. Warum redet sie da so um den heißen Brei herum? Also dass sie schwanger ist, sehen wir. Wir können uns auch mal kurz einen Ausschnitt von ihrem neuen Video angucken. Also ich finde, das sieht man, Junge, ist es ein Mädchen, wie vielte Woche bin ich, wo werde ich gebären, wie werde ich gebären. Mhm. Und das will sie nicht. Ne? Sie möchte jetzt schon ihr Privatleben schützen und sagen, nein. Das geht euch alle nichts an. Sie hat da auch gesagt, sie kann verstehen, dass manche diesen Helene-Hype, dass es ihnen zu viel wird, all die Helene-Mädelungen. Wie geht's dir damit, Sophia?
Also, wie ich ja gerade schon betont habe, es wird ein Riesengewese gemacht um eine Schwangerschaft. Wie viele Frauen werden jeden Tag schwanger? Ja, es ist einfach so. Ich meine nicht nur die Schwangerschaft, sondern der generelle Hype um Helene Fischer. Das kommt immer darauf an, wie viel man sich auch reinzieht. Ne? Also ich ziehe mir halt auch nicht alles rein. Ich erfahre manchmal von Personen auch des öffentlichen Lebens, von privaten Dingen, irgendwie 3 Wochen später, wo alle zu mir sagen, Sophia, guten Morgen. Ja, ja. Also, weil ich mir jetzt auch einfach nicht alles reinziehe und auch nicht alles anklicke und auch nicht jedem folge und so. Es ist, da hast du schon recht. Aber die Fans sind natürlich total hinterher, was Helene angeht und wollen alles wissen, jedes Detail. Ich meine, du kennst es sicherlich selber, ne, dass Leute viel wissen wollen. Und das Schöne ist natürlich, dass sie da ja auch sehr offen ist und auf ihre Fans zugeht. Und sie hat jetzt auch verraten, hey, es wird auf jeden Fall 2023 eine Tour geben. Mhm. Und im August nächsten Jahres wird sie auch auf jeden Fall dieses riesengroße Konzert vor 100.000 Dann wird das Kind da sein, definitiv. München spielen. Ja. Vielleicht wird sie es auf der Bühne bekommen. Ach nee, das kommt ja schon viel früher. Das glaube ich nicht. Aber Sophia, nochmal der Hinweis auch auf dich. Ja. Deine neue Dating-Show, die startet heute Abend, immer freitags, 23 Uhr. Und die heißt A Date or Drop. Und sag doch noch mal, warum dürfen wir das auf gar keinen Fall verpassen? Das dürfen wir auf keinen Fall verpassen, weil es ist so filterlos. Es macht so, man kann Leute, das, was wir uns alle, wonach wir uns alle gesehen haben. Sie hat so recht. Konntest du das denn nachvollziehen, als die, was sie gewählt haben, die dann weggebuzzert haben? Fandst du das okay, immer die Entscheidung? Hast du gedacht, oh nee, Mädel, der war doch gar nicht so schlecht. Viele Dinge haben sich mir natürlich, die habe ich nicht richtig verschnellt, haben sich mir nicht erschlossen, wenn irgendwie Männer Frauen den Bach runtergeschickt haben. Ich habe einen Beruf, ich möchte was leisten in meinem Leben, ich hab meine eigene Meinung und ich bin toughest girl und die Männer rot. Ja, siehst du? Denke ich mir so, okay, wow. Viele Jungs wahrscheinlich noch oldschool. Also ich lade mich gerne ein als Buzzerdrückerin. Vielleicht darf ich das mal machen. Ja, hast du Bock? Komm ich mal vorbei, ja klar. Ey, ich hätte am liebsten manchmal für einige Damen, die bei mir standen, ich hätte gerne für sie die Entscheidung übernommen. Ich sage, nee, komm mal, ich mach mal. Das wäre das Nächste. Du sagst, wann wen die nehmen soll. Ja, so, ich kriege dann gesagt, ihr müsst zu Ende kommen. Nein, Zeit. Das ist so ihr schön. Lieben, ganz, ganz toll, dass ihr da wart. Herzlichen Dank und schon mal schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Danke. Ja, danke. Okay. Prost. Ja, komm, wir beide. Ja, ihr zwei. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Ja, genau. Der Wirbel um die Corona-Maßnahmen, darum geht es nämlich jetzt gleich. Der begleitet uns.